Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, eine Überzeugung, ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Jemand, der zu Gott kommen will, der muss zunächst einmal wissen, dass Gott existiert. Und dass er denen, die ihn suchen, die ihn sorgfältig suchen, ihren Lohn geben wird. Ich hatte in der letzten Predigt bereits angefangen, im 11. Kapitel des Hebräerbriefes über den Glauben zu sprechen. Und wir hatten bereits einige Beispiele von gläubigen Menschen im Alten Testament gesehen. Ich möchte heute mit diesem wichtigen Thema fortfahren, denn ohne Glauben, wie ich sagte, können sie sich nicht für das Reich Gottes qualifizieren. Aber es geht nicht um theoretischen Glauben, es geht nicht darum, dass man einfach sagt, ich glaube, sondern wie wir gesehen haben in der letzten Predigt bereits, und wie wir es heute noch mehr sehen werden, ist der Glaube nicht vom Gehorsam zu trennen. Wenn Sie wahren Glauben haben, den Glauben, von dem wir hier sprechen, den Glauben, dass man Gottes Gebote halten kann, dass man nicht daran zweifeln muss, dass Gott da ist, einem zu helfen, die Gebote zu halten, dann und nur dann, werden sie sich für Gottes Reich qualifizieren. Deswegen spricht die Bibel auch vom Glaubensgehorsam in so vielen, vielen Stellen. Die Menschen, die meinen, es reiche aus, einfach zu sagen, ich glaube an Jesus und damit sich bereits schon qualifiziert haben, die befinden sich in einem großen Irrtum. Schauen wir in Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 23, was uns Gott über einen weiteren Glaubenshelden sagt, wenn man das so bezeichnen will, und zwar Mose. Aber zunächst einmal geht es um die Eltern von Mose. Denn es heißt in Hebräer Kapitel 11 und in Vers 23, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern. Schauen Sie, es war ja das Gebot erlassen worden von dem König von Ägypten, dem Pharao, alle erstgeborenen Jungen, oder vielmehr alle Jungen sogar, zu töten. Nur die Mädchen durften am Leben bleiben. Aber die Eltern, die haben sich an dieses Gebot nicht gehalten und auch die Hebammen haben sich an das Gebot vielfach nicht gehalten, weil sie eben gottesfürchtig waren, weil sie Glauben hatten, weil sie den Glauben hatten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, egal was die Konsequenzen sein mögen. Und so haben hier die Eltern des Mose den Mose nicht getötet. Die hatten den Glauben, dass irgendwie dieses Kind am Leben bleiben würde. Das heißt hier, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, aber nicht nur äußerlich. Es ging auch darum, dass sie irgendwie begriffen und erkannten, dass da eine gewisse wichtige Rolle für diesen Mose enthalten sein würde in seinem späteren Leben. Und es heißt, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Schauen Sie, durch den Glauben fürchteten sie sich nicht vor des Königs Gebot, eben die Kinder umbringen zu lassen. Die hatten den Glauben an Gott, dass es wichtiger ist, seine Gebote zu halten, als die Gebote irgendeiner Regierung, wenn da ein Zwiespalt besteht. Und dann heißt es hier in Vers 24, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Wir wissen, wurde ja Mose aus dem Nil herausgezogen durch die Tochter des Pharao und die hat scheinbar den Mose dann adoptiert. Aber Mose hat dann gesehen, dass sein Volk, die Israeliten, sehr von den Ägyptern geplagt wurden. Und er hatte auch gesehen, dass er nicht weiter in der Umgebung des Pharao sein konnte, weil er sich dadurch natürlich von seinen eigenen Brüdern und Schwestern absonderte. Und so heißt es hier, er wollte nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern, Vers 24, wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Also er war bereit, mit seinem Volk zu leiden, das hier als das Volk Gottes beschrieben wird. Das war ja damals im Alten Testament das auserwählte Volk. Wie viel mehr muss dies für uns heute gelten? Wie viel mehr müssen wir als wahre Christen bereit sein, mit dem Volk Gottes, dem geistlichen Volk Gottes zu leiden, wenn es darauf ankommt, als weiter als ein Kind dieser Welt zu gelten. Und schauen Sie, was hier noch mehr gesagt wird in diesem Beispiel.
Der wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Es kann auch übersetzt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben oder als den zeitweiligen Genuss der Sünde haben. Beide Übersetzungen sind möglich. Schauen Sie, Sünde bringt einen zeitweilig Freude, sonst würde ja niemand sündigen. Freude, aber eine falsche Freude. Ein Genuss, eine Lust, sagen wir einmal, an der Sünde. Dieser Lust der Welt, von der Johannes spricht. Aber wenn wir diese Lust haben, dieses Bedürfnis, dabei zu sein bei den Aktivitäten dieser Welt, die im Widerspruch stehen zu den Aktivitäten, die wir als Christen oder als angehende Christen haben sollten, dann ist die Liebe Gottes nicht in uns, dann wirkt die Liebe Gottes nicht mit uns, wie uns Johannes sagt. Schauen Sie, wir müssen alle irgendwann einmal eine Entscheidung treffen. Wenn Gott uns heute beruft, dann wirkt Gottes Geist mit uns, noch vor unserer Taufe. Noch vor dem Zeitpunkt, wo Gottes Geist dann in uns gegeben wird, wirkt Gottes Geist bereits mit uns. Gott öffnet uns bereits den Sinn für seine Wahrheit. Er öffnet uns bereits den Sinn dafür, dass wir seine Gebote halten müssen. Schauen Sie, der Heilige Geist Gottes wird einem nicht gegeben werden, selbst bei der Taufe nicht, wenn wir nicht vorher bereits willens waren und unter Beweis gestellt haben, dass wir ihm gehorchen. Gott gibt seinen Heiligen Geist nur denen, die ihm bereits gehorchen. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, ihm mehr zu gehorchen, ihn noch besser zu verstehen, den Sinngehalt des Gesetzes besser zu begreifen. Aber machen Sie sich nichts vor, einige, die sich gerne taufen lassen wollen, haben noch nicht einmal begonnen, Gottes Gebote zu halten. Die haben noch nicht einmal begonnen zu bereuen, dass sie Gottes Gebote gebrochen haben. Reue ist ein wichtiges Ingredienz, ein wichtiger Bestandteil, das man eben erfüllen muss, um auf richtige Weise getauft zu werden, um den Heiligen Geist erlangen zu können. Und dann geht es um den Glauben, natürlich den Glauben an das Evangelium, den Glauben an das Evangelium der guten Botschaft, der frohen Nachricht vom Reich Gottes. Und natürlich den Glauben an das Opfer Jesu Christi, der für uns gestorben ist. Wieso ist er für uns gestorben? Er hat für uns gelitten und er ist für uns getötet worden zur Vergebung unserer Sünden. Daran müssen wir glauben. Zunächst einmal, dass er für uns gestorben ist, aber auch, dass wir gesündigt haben, dass wir sündhafte Menschen sind, dass wir sündhafte Natur haben, die abgelegt werden muss. Wir müssen also begreifen, dass der alte Mensch, von dem die Bibel spricht, der muss in diesem Wassergrab der Taufe begraben werden, sodass wir als eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf herauskommen können aus diesem Wassergrab. Und das bedeutet, wir müssen bereuen, dass wir gesündigt haben. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Sünde ist etwas zu tun, von dem man weiß, dass es falsch ist. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und so dann ist es auch Sünde, wenn man gegen sein Gewissen verstößt. Also das Gewissen sagt uns, man soll, und das Gewissen sollte sich natürlich auf dem Gesetz Gottes ruhen. Also es sollte sich darauf damit befassen. Wenn man also jetzt etwas tut, von dem man weiß, dass es falsch ist, dann begeht man auch eine Gewissensübertretung. Also es geht hier um den zeitweiligen Genuss der Sünde. Es geht darum, dass man eine Entscheidung treffen muss. Mose war willens, diesen zeitweiligen Genuss der Sünde oder den Genuss der Sünde für eine Zeit lang, den man eben haben kann, das aufzugeben. Selbst wenn das bedeuten würde, Leid zu tragen. Selbst wenn das bedeuten würde, jetzt verspottet zu werden von seinen Kollegen, von seinen Freunden, von seinen Mitarbeitern, was immer, weil man jetzt auf einmal nicht mehr so lebt, wie man früher gelebt hat. Sind Sie bereit, dies zu tun? Oder wollen Sie auf zwei Beinen hinken, wie es so schön heißt? Wollen Sie auf der einen Seite weiter noch in der Welt sein? Und auf der anderen Seite meinen, ja, wenn Sie halt ein bisschen so in der Richtung auf Gottes Reichen sich vorbereiten, das reicht Gott dann schon aus. Schauen Sie, wie wir auch schon des Öfteren gesehen haben, Gott bezeichnet sich als einen eifersüchtigen Gott. Eifersüchtig in dem Sinne, dass er sehr darüber wacht, ob wir willens sind, seine Gebote zu halten oder nicht, seinen Geist in sich leben zu lassen, mit einem wirken zu lassen oder nicht. Es kann da keinen Zwischenweg geben. Entweder wir bewegen uns auf dem kleinen, geraden, schmalen Weg hin zum Gottesreich, oder wir bewegen uns nach wie vor auf diesem großen, weiten Weg, der in die Welt geht, der aber ins Verderben führt. Und man kann nicht zwei Meistern dienen, wie Christus sagt. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon steht für alles das, was dem entgegengesetzt ist.
was Gott von uns erwartet. Einige meinen, die vielleicht verstanden haben, dass sie den Sabbat halten müssen, ja, aber wie kann ich das tun, denn sagen wir mal, mein Ehepartner ist dagegen. Oder meine Freunde würden dann dagegen sein. Von daher ist es an sich erstmal gar nicht gut, damit anzufangen. Schauen Sie, wenn Gott Ihnen etwas offenbart, dann will er, dass Sie demgemäß leben. Und da müssen Sie Glauben dazu haben. Glauben, dass Gott Ihnen auch die Kraft geben wird, das Verständnis geben wird, die Gelegenheit geben wird, seine Gebote zu erfüllen. Und wie ich sagte, selbst wenn Sie noch nicht getauft sind, ist dies notwendig. Gott würde Ihnen nichts offenbaren, es sei denn, er will, dass Sie danach leben. Und Sie müssen Entscheidungen treffen. Und je mehr Sie Gottes Geboten gehorchen, desto mehr wird er Ihnen Erkenntnis geben und desto mehr wird er Ihnen auch die Kraft geben, weiter seine Gebote zu halten. Aber wenn Sie sich weigern, dies zu tun, dann wird Gott auch sich weigern, Ihnen weitere Erkenntnis zu geben. Warum sollte er es auch? Sie haben ihm ja bereits gezeigt, dass Sie nicht wirklich willens sind, ihm untertan zu sein. Wir lesen über Mose. Der wollte viel lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als dass er eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben könnte oder eine Zeit lang den Genuss der Sünde oder einen zeitweiligen Genuss der Sünde. Aber es geht noch weiter. Vers 26. Und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Wir hatten ja gesagt, wer zu Gott kommen will, der muss zunächst einmal glauben, dass Gott ist, dass Gott existiert und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Nun, diese Belohnung, wie wir wissen, hat mit ewigem Leben zu tun. Ewigem Leben im Reich Gottes, ewige Herrschaft, Herrschaft im Millennium unter Christus über alle Menschen, um denen auch zu helfen, das zu erreichen, was dann die Christen in ihrem verherrlichten Zustand bereits erreicht haben werden. Er achtete auf diese Belohnung und das war ihm wichtiger als alle materiellen Schätze Ägyptens, alles das, was Ägypten ihm geben konnte. Der hatte ja sehr viel, als er der Sohn der Tochter des Pharao war. Aber er hat sich von Ägypten losgesagt. Ägypten auch steht vielfach in der Bibel als ein Symbol für Sünde. Und natürlich gab es da sehr viel Sünde am Hof des Pharao. Nein, Mose hat die Schmach Christi für größeren Reichtum erachtet. Er wusste über Christus Bescheid. Er wusste, dass Christus kommen würde, um für uns zu leiden und um für uns zu sterben. Deswegen wird hier von der Schmach Christi gesprochen. Und er hatte von daher den Glauben, dass Christus kommen würde, um ihm Vergebung der Sünde zu geben, sodass auch er im Reich Gottes sein würde, als ein ewiges, göttliches Geistwesen. Er blickte auf das Opfer Christi, das noch kommen würde. Wir blicken heute zurück auf das Opfer Christi, was bereits geschehen ist. Aber wie ich sagte, auch die Helden, die Glaubenshelden des Alten Testamentes, die hier beschrieben werden, die hatten den Heiligen Geist in sich. Sie hatten den Glauben Christi in sich. Sie verstanden, worum es ging. Sie lebten bereits unter den Bedingungen des neuen Bundes, wie auch wir heute unter den Bedingungen des neuen Bundes leben. Vers 27. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Er wusste, dass dies etwas war, was Gott von ihm verlangte. Und so hat er auch nicht den Zorn des Königs gefürchtet. Er hielt sich an den, den er nicht sah, so als sehe er ihn. Eine wunderschöne Beschreibung hier. Halten wir uns an den, den wir ja nicht sehen können, an Gott und an Jesus Christus, weil die ja Geistwesen sind, die sind ja unsichtbar für uns. Aber wir halten uns an den, weil wir wissen, dass sie existieren. Es ist so, als ob wir mit denen Hand in Hand gehen würden, leben würden. Vielfach wird auch im Alten Testament gesagt, dass zum Beispiel Noah, das heißt dort mit Gott wandelte, besser übersetzt, der lebte mit Gott. Es war ihm bewusst, dass Gott immer zu allen Zeiten da sein würde, da war, da ist. Ist das uns heute bewusst? Leben wir mit Gott? Halten wir uns an den, den wir nicht sehen, so als ob wir ihn sehen? Wissen, dass egal was wir tun, egal was wir denken, egal was wir tun möchten, Gott weiß es. Wir können uns vor Gott nicht verbergen. Schauen Sie, da ist der Zusammenhang. Wir können meinen, wir können eine Zeit lang den Genuss der Sünde genießen.
Aber wenn wir uns wirklich an den halten, der über uns wacht, der uns berufen hat, der uns erschaffen hat, können wir meinen, dass er dann nicht sieht, was wir tun? Meinen wir dann, dass wir uns vor ihm verbergen können, wie zum Beispiel Jona meinte, er könne sich vor Gott verbergen und lief dann von ihm weg. Er wollte den Auftrag, der ihm gegeben worden war, nicht erfüllen. David sagte, egal wo ich hingehe, ob ich mich in die tiefsten Tiefen des Ozeans begebe oder in die Wüste, wer weiß wohin, du bist da. Du, Gott, bist da, du siehst mich. Du siehst genau, was ich tue, wenn ich abends mich hinlege und schlafe, wenn ich morgens aufwache. Du siehst mich. Nichts ist dir verborgen. Christus sagt, unsere Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Alles ist Gott bekannt. Unsere Tränen sind ihm bekannt. Unser Lachen ist ihm bekannt. Unsere Freude. Mose wusste dies. Er hielt sich an Gott als jemanden, den er vor sich sah, der mit ihm ging, der mit ihm wandelte. Vers 28. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Das war ja damals zum Zeitpunkt, als die 10. Plage über Ägypten ausgegossen wurde und die Erstgeburt im Lande Ägypten wurde getötet werden. Aber Gott hatte ja gesagt, wenn ich meinen Engel durch Ägyptenland bringe, um diese Tötungen vorzunehmen, wenn ihr das Blut des Lammes an euren Häusern habt, dann wird der Engel nicht in eure Häuser hineingehen, um euch zu töten. Und das stand natürlich alles symbolisch auch für Jesus Christus und das Opfer Jesu Christi, des eigentlichen Passalammes. Aber es gehörte Glauben dazu, das zu tun, genau den Vorschriften Gottes zu gehorchen, am 10. Tag des Monats das Lamm zu nehmen, am 14., zu Beginn des 14. Tages es zu töten, das Blut an die Türpfosten und so weiter zu streichen, nicht aus dem Haus zu gehen bis am Morgen, wie das Gebot ja war. Man glaubte, man musste glauben, dass dies genauso geschehen musste, dass man Gott gehorchen musste. Man konnte nicht meinen, ach ja, das ist ja nicht so wichtig, ob ich da jetzt wirklich das Blut an die Türpfosten streiche oder vielleicht kann ich doch so gegen Mitternacht mal rausgucken aus dem Haus und sehen, was da so vor sich geht. Nein, es gehörte Glauben dazu, aber wie Sie sehen, der Glaube stand mit dem Gehorsam in unmittelbarstem Zusammenhang. Man glaubte, das, was Gott gesagt hatte, muss getan werden. Man musste dem gehorchen. Und so hat er durch den Glauben das Passa gehalten und das Besprengen mit Blut. Und dadurch ist dann auch der Todesengel nicht in die Häuser hineingegangen, um die Israeliten dort zu töten, weil er eben das Blut an den Türpfosten sah. Vers 29. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Schauen Sie, als das Rote Meer sich spaltete, als die Israeliten von den Ägyptern verfolgt wurden, als die Armee da bereits kam und die hatten keinen Ausweg in dem Sinne, die konnten nicht zurück und die konnten auch irgendwie nicht vor, weil da das Rote Meer war, hat ja Gott das Rote Meer gespalten. Aber es gehörte gleichwohl Glauben dazu, da durchzugehen. Denn die wussten ja nicht, ja, wie lange wird das Meer gespalten bleiben. Es war eine ziemlich lange Strecke, die sie dadurch wandern mussten. Wie auf trockenem Land. Da gehörte schon Glaube dazu. Also Gott öffnete denen die Tür sozusagen, aber die mussten durch diese Tür gehen. Wie oft ist das bei uns heute der Fall? Dass Gott uns einen Weg weist. Aber sind wir willens, aufgrund unseres Glaubensgehorsams durch diesen Weg zu gehen, diesen Weg zu beschreiten? Oder meinen wir, nein, warum erst anfangen? Wer weiß, wie lange diese Tür offen ist. Am besten gehe ich erst gar nicht dahin durch. Schauen Sie, die meisten Menschen heute, die wollen erst gar nicht diesen Weg gehen. Die wollen ja auch erst gar nicht mal zum Beispiel Predigten hören, die einem sagen, sie müssen Gott gehorsam sein. Die wollen das nicht hören. Wir lesen in der Bibel, die sind willentlich und wissentlich ignorant, unwissend. Satan, der Gott dieser Welt, hat die ganze Welt verführt, zu meinen, dass man dem wahren Gott eigentlich gar nicht gehorsam sein muss. Vor allen Dingen die Christenheit, das orthodoxe Christentum geht ja davon aus, es ist ja egal, wie man lebt. Selbst Atheisten sind scheinbar gute Menschen, wenn man jetzt dem Papst folgen will, der das gesagt hat. Auch die können in den Himmel kommen. Das sagt die Bibel keineswegs. Nein, man muss Gott gehorchen. In den Himmel kommen sie sowieso schon mal nicht. Aber muss Gott gehorchen, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Und ein Atheist, der kann ja nicht Gott gehorchen. Der kann ja Gott gar nicht wohlgefällig leben. Denn um Gott wohlgefällig leben zu können, muss man Glauben haben. Man muss zunächst einmal glauben, dass Gott existiert.
und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dazu gehört der Gehorsam. Also das sind alles so merkwürdige Ideen, die da herumgeistern, aber es ist eben Satan, der Gott dieser Welt, der die Welt verführt hat, seine Wege zu gehen, seine Gedanken zu haben, seine Philosophien zu akzeptieren. Nein, es war Glaube notwendig, durch das Rote Meer zu gehen. Denn schauen Sie, was hier geschah in Vers 29, und das versuchten die Ägypter auch. Aber die ertranken. Die hatten natürlich auch nicht den richtigen Glauben, die hatten nicht die richtige Lebensweise, sowieso nicht. Die hatten sich als Feinde des Volkes Gottes erwiesen. Aber die hatten natürlich auch nicht die Unterstützung Gottes, die man nur dann haben kann, wenn man Gott glaubt. Und wenn man glaubt, dass er uns hilft und dass er auch meint, was er sagt. Und so lesen wir weiter hier in Vers 30. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Nun, Sie kennen ja die Geschichte von Josua und Jericho. Das heißt hier, als Israel 7 Tage um sie herumgegangen war. Das war auch ein Gebot, das zu erfüllen war. Gott hatte denen gesagt, ihr geht 7 Tage lang um die Stadt herum, ohne anzugreifen, aber dann werden die Mauern fallen. Ihr habt nicht die Möglichkeit, die selbst herunterzureißen, das war klar. Nein, Gott würde es tun. Gott hatte denen gesagt, ich werde es für euch tun, ich werde für euch kämpfen. Aber die mussten das auch glauben. Denn hätten sie jetzt nicht getan, was Gott ihnen gesagt hatte, dann wären die Mauern Jerichos auch nicht gefallen. Also auch hier, natürlich für uns heute ist das auch symbolisch zu sehen, ganz besonders. Wir müssen glauben, dass wenn Gott uns sagt, wenn ihr den Weg geht, den ich euch geboten habe, werde ich euch dabei helfen und werde sogar Wunder vollbringen, dass ihr den Weg vollends gehen könnt. In diesem Falle fielen die Mauern Jerichos. In ihrem Leben, in meinem Leben, mögen vielleicht andere Mauern fallen, die uns vielleicht davon abhalten mögen, Gott total zu gehorchen, oder die uns Hindernisse und Schwierigkeiten in den Weg räumen. Die werden fallen, wenn wir zunächst einmal Gott gehorsam sind in dem, was er uns sagt. Durch den Glauben, Vers 31, kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Die hatte ja die Spione verborgen. Die hatte erkannt, dass Gott mit Israel war. Die hatte erkannt, dass Israel letztendlich Jericho übernehmen würde, besiegen würde, okkupieren würde. Und so hat sie die verborgen. Nun, es heißt ja nicht, dass sie deshalb belohnt wurde, weil sie jetzt log, weil sie jetzt sagte, ja, ich habe die nicht verborgen, aber in Wirklichkeit hatte sie verborgen. Dafür wurde sie nicht belohnt. Sie wurde aber für ihre Motivation belohnt, die Spione zu verbergen und dann entkommen zu lassen. Und so, ich meine, sie war eine Hure, wie gesagt. Ich meine, die lebt ja in einer Welt zunächst einmal, wo das ja diese Art von Lüge gang und gäbe war, sowieso. Aber hier heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Sie hat auch hier Gehorsam gezeigt. Gehorsam Gottes Geboten gegenüber. Sie hat etwas getan. Jakobus in Kapitel 2 sagt uns ja, dass sie nicht allein durch theoretischen Glauben gerettet wurde, sondern durch einen Glauben, der sich durch Werke erwies. Die hat ja etwas getan. Die hat die Spione verborgen, diese Kundschaft. Da hat sie dann rausgehen lassen aus der Stadt, hat dann der Anordnung der Kundschafter Gehorsam geleistet, die gesagt haben, binde da ein scharlachrotes Tuch an dein Fenster. Wenn wir dann einmarschieren in Jericho, dann werden diejenigen, die in dem Haus sind, die werden dann gerettet. Ähnlich irgendwie, wie was damals im Zeitpunkt des Passa geschah, wo der Engel das Blut sah und sagte, okay, da gehe ich jetzt nicht hinein, um die zu töten. Aber auch da gehörte Glaube dazu von Rahab, dass das auch so kommen würde. Und sie hat sich durch diesen Glauben gerettet, aber auch nicht nur sie, sich selbst, sondern auch ihr ganzes Haus. Ihre Entscheidungen, meine Damen und Herren, die sie treffen, für sich selbst, haben großen Einfluss vielfach. Für andere, für ihre Ehepartner vielleicht, für ihre Kinder, für sogar Freunde. Vielfach nicht dadurch, dass sie mit denen großartig sprechen, sondern dadurch, dass sie durch ihr Beispiel, ihr Vorbild zeigen, wie man zu leben hat. Aber auch dadurch, dass sie Gott nahe sind und Gott verspricht, dass er ihnen hilft und vielfach auch ihrem Haus, wenn das wirklich notwendig ist, wenn sie das wollen.
Und er sagt dann hier in Vers 32, was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon. Nun, Sie kennen ja die Geschichte von Gideon. Da gibt es auch einige Predigten, die ich gebracht habe über einige dieser Menschen, die jetzt aufgeführt werden. Gideon und das Beispiel mit der Wolle. Nicht wahr? Der wollte also jetzt ein Zeichen von Gott, dass Gott auch wirklich mit ihm war. Der ging am Anfang noch nicht so wie Mose mit jemandem, den er nicht sah, als sehe er ihn. Der war sich noch nicht klar. Und da wollte er jetzt dieses Zeichen mit der Wolle. Einmal sollte die Wolle nass werden, einmal sollte die Wolle trocken bleiben. Aber er wuchs im Glauben. Darauf kommt es hier an. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er wuchs im Glauben. Er wurde stark im Glauben. Je mehr er sah, dass Gott mit ihm war und ihm half, desto mehr wuchs er. Und dann wird hier von Barak gesprochen. Das war auch jemand, ein Richter. Der hatte zunächst auch nicht genug Glauben. Der sollte in den Krieg ziehen, und das ist für uns jetzt auch symbolisch zu verstehen, aber er meinte, er sei nicht stark genug dazu und befähigt genug dazu, und so kam jetzt die Richterin Deborah, die musste ihm helfen, und Deborah, die sagte ihm, ja gut, ich helfe dir, aber das wird dir nicht zur Ehre gereichen, dass jetzt durch eine Frau dieser Krieg gewonnen wird. Aber Barak sagte, nein, nein, komm mit mir, und ich werde das schon dann hinkriegen. Schauen Sie, wir kämpfen heute mit Satan und seinen Dämonen. Wir müssen den Glauben haben, dass wir mit Gottes Hilfe, nicht mit der Hilfe anderer Menschen, mit Gottes Hilfe diesen Kampf gewinnen können. Und wir werden ihn gewinnen, wenn Gottes Glaube mit uns und in uns ist. Wie wir gleich noch sehen werden. Er sagt, die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson. Nun, wir kennen alle die Geschichte von Simson und Delilah oder Delia. Der hatte auch nicht genug Glauben, wie wir ja wissen. Ich habe dir eine ganze Predigt darüber gegeben. Der kam auch sehr spät in seinem Leben erst zur Reue. Aber er wurde stark im Glauben, als er da ganz am Schluss als Sklave mit ausgestochenen, geblendeten Augen in diesem Gefängnis war. Da kam er allmählich dann zur Besinnung. Wie viel einfacher hätte sein Leben sein können, wenn er gleich von Anfang an Gott gehorsam gewesen wäre. Jemand, der ein Gottgeweihter war, von Geburt, ein Nazariter. Aber er hatte in keinster Weise den Wunsch, zunächst einmal im Großen und Ganzen Gott gehorsam zu sein. Er tat alles für sich selbst, aber nicht für Gott. Und die Zeit würde mir fehlen, sagt er, wenn ich erzählen sollte von Jephtha. Auch das ist eine interessante Geschichte. Jephtha, der ja, wie es so aussieht, durch einen unsinnigen, dummen Schwur, einen dummen Eid, sich dann dazu verpflichtete, letztendlich seine eigene Tochter zu töten, was er scheinbar auch getan hat. Aber auch er wurde stark im Glauben. Das war eine schreckliche Sache, die er da tat. Aber unzweifelhaft hat er dieses bereut. Zunächst einmal, dass er diesen unsinnigen Schwur zunächst einmal gegeben hat und dann, dass er diesen unsinnigen Schwur gehalten hat. Etwas, was Gott keineswegs von ihm verlangte. Aber er wurde stark im Glauben. Und dann lesen wir von David. Nun, auch David war natürlich nicht immer, wie wir wissen, sehr glaubensstark. Er hatte seine Glaubensschwächen. Aber er wurde und wurde stärker im Glauben. Und wenn Sie die Psalmen lesen, die er geschrieben hat, wunderbare Beispiele eines unerschütterlichen Glaubens. David hat mitunter schwer gesündigt. Er hat aber auch von ganzem Herzen bereut, als er erkannte, was er getan hatte. Und er sündigte schwer, ob man das jetzt verstehen und glauben will oder nicht, als er bereits den Heiligen Geist in sich hatte. Der hatte den in sich. Und dann hat er trotzdem diese schrecklichen Sünden begangen, Ehebruch und dann nachher sogar Mord. Er war ja verantwortlich für den Tod des Uriah. Und dann sagt er ja in den Psalmen, als er zur Besinnung kam, als der Prophet zu ihm geschickt wurde und ihm gesagt hatte, durch dieses Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Mann und dem einzigen Lamm, dass der Reiche dem Armen stahl, damit er jemanden bewirten konnte, da sagte der Prophet Nathan zu ihm, du bist der Mann, du David, du hast diese Frau des Uriah gestohlen von dem Uriah. Und dann hast du sogar den Mann noch getötet. Und dann kam er zur Besinnung. Vielleicht ein Jahr später, nachdem er diese schrecklichen Taten begangen hatte. Und dann betete er in aufrichtiger Reue zu Gott und fastete. Und er sagte zu Gott, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ihm war bewusst, dass er sehr nahe daran war, den Heiligen Geist zu verlieren. David. Aber er wird ein Held sein. Im Reich Gottes, ein König für alle Zeit, weil er eben diese Reue hatte,
die auch wir haben müssen, auch wir mögen straucheln, auch wenn wir Christen sind, wenn wir den Heiligen Geist sogar für einige Zeit schon haben mögen, für viele Jahre hindurch. Auch wir werden und können straucheln. Nun, wir sollten es nicht tun. Wenn wir Gott nahe genug wären, würden wir es nicht tun. Aber wir sind eben Gott nicht immer nahe genug. Wie David zweifelsohne nicht Gott nahe genug war in dem Zeitpunkt. Er hat sich von dem zeitweiligen Genuss der Sünde verleiten lassen, als er damals den Ehebruch mit Bathsheba beging. Aber wenn wir uns ertappen, dass wir dies getan haben, dann müssen wir bereuen. Und Reue heißt Umkehr. Reue heißt, man hört auf, das Falsche zu tun. Man ist absolut verzweifelt mit sich selbst, dass man es getan hat. Und man will es nicht mehr tun. Und man bittet Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, hilf mir, dass ich es nicht mehr weiter tue. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Haben Sie solche Momente gehabt in Ihrem Leben, dass Sie wirklich voller Verzweiflung Gott um Hilfe bitten? Als Sie zur Taufe gegangen sind, hatten Sie vorher dieses Gefühl, dieses Wissen, diese Erkenntnis, Sie sind ein erbärmlicher Mensch, der in diesem Wassergrab umkommen muss, damit Sie als ein neuer Mensch geleitet von Gott herauskommen können? Wenn Sie diese wahre, tiefe Reue nicht hatten, sage ich Ihnen, Ihre Taufe mag möglicherweise nicht in Gottes Augen zählen. Und wenn sie nicht auf die richtige Weise geschah, und wenn eine Handauflegung durch einen der Diener Gottes, der ordinierten Geistlichen der Kirche Gottes, nicht erfolgt ist, dann gibt es kein Versprechen in der Bibel, dass sie den Heiligen Geist erlangt haben. Die Beispiele in der Bibel sind sehr klar. Es geht darum, sie müssen Reue empfinden, Umkehr, die Erkenntnis, wer und was sie sind, dass sie in dieser Welt Satans groß geworden sind und dass sie alle diese Philosophien, alle diese Ideen in sich aufgenommen haben, die sie ablegen müssen. Schauen Sie, das ist das, was hier gesagt wird. Das ist das, was David hatte. Der Mann, der war verzweifelt, als er erkannte, was er getan hatte. Und dann wird hier von Samuel gesprochen und den Propheten. Die waren auch nicht fehlerlos. Wir lesen zum Beispiel, dass Samuel scheinbar sich nicht die Zeit nahm, seine Kinder richtig zu erziehen. Und auch die Propheten hatten sicherlich ihre Probleme. Aber der Punkt ist der, die wurden alle stark, die wurden stärker, die wurden mehr und mehr gehorsam. Einige meinen, ja, ich kann ruhig ein paar Jahre noch in der Welt bleiben und die Genüsse der Welt in mich aufnehmen und danach leben. Und dann würde ich irgendwann einmal dazu kommen, vielleicht zu bereuen, und dann würde ich den Weg Gottes gehen. Sie machen da einen dramatischen, tragischen Fehler. Schauen Sie, in den meisten Fällen, es gibt da einige Ausnahmen, aufgrund der Gnade Gottes, aber in den meisten Fällen bietet Ihnen Gott die Wahrheit an, und wenn Sie die jetzt ablehnen, dann werden Sie in diesem Leben scheinbar diese Wahrheit nicht mehr erlangen. Also meinen Sie nicht, Sie könnten ruhig noch ein wenig da herumzappeln in der Welt und so Dinge tun, von denen Sie wissen, Sie sollten sie nicht tun. Und dann denken, ach ja, irgendwann wird dann schon der Zeitpunkt kommen, wo ich dann in Anführungszeichen bereuen will. Dieser Zeitpunkt, der mag für Sie nie mehr kommen, in diesem Leben. Denken wir auch an Vers 33. Da heißt es, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt. Schauen Sie, alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Die haben Verheißungen erlangt in dem Sinne, dass ihnen gesagt worden ist, das ist euch verheißen, wie wir noch gleich sehen werden, wie wir das bereits gesehen haben. Die haben die Verheißungen nicht erlangt in dem Sinne, dass sie jetzt bereits schon ewige Wesen oder ewige Gotteswesen im Reich Gottes wären. Die warten darauf noch. Aber die haben diese Verheißungen erlangt. Denen wurde gesagt, ihr werdet im Reich Gottes sein. Durch den Glauben. Die müssen ja an das Evangelium Gottes glauben. Das Evangelium vom Reich Gottes. Wer oder was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist die Familie Gottes, die zurzeit aus dem Vater und dem Sohn Jesus Christus bestehen, die durch den Heiligen Geist, der sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht, in ihnen wirken kann oder können. Schauen Sie, es ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Es ist das Reich Gottes, die Familie Gottes, die ihnen diese Botschaft überbringt, die natürlich auch die Herrschaft Gottes über diese Erde mit beinhaltet. Das ist das, woran sie glauben müssen. Ohne diesen Glauben können sie auch nicht an Gott kommen. Sie müssen schon glauben, wer und was Gott ist. Dass Gott keine Dreieinigkeit ist.
Sie müssen daran glauben, dass sie Eintritt erlangen können in die Familie Gottes. Ein Gottwesen werden können. Christus sagte, glaubt an das Evangelium. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Nicht nur über das Reich Gottes, vom Reich Gottes. Es ist die Familie Gottes, das Reich Gottes, das ihnen diese Botschaft gibt. Diese haben durch den Glauben, wie wir hier gelesen haben, in Vers 33, Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Durch den Glauben haben sie Löwen den Rachen gestopft. Hätten Sie einen solchen Glauben, wenn Sie jetzt von einem Löwen angefallen werden, dass Gott Ihnen sogar auch helfen kann, einem Löwen den Rachen zu stopfen? Vers 34. Des Feuers Kraft ausgelöscht. Durch den Glauben waren die in der Lage, Feuer auszulöschen. Sind der Schärfe des Schwertes entronnen, die hatten den Glauben, dass Gott einem helfen kann, sogar der Schärfe des Schwertes zu entrinnen. Dass Gott einem helfen kann, einen aus Todesgefahr zu erretten. Aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden. Schauen Sie, durch den Glauben sind sie aus der Schwachheit zu Kräften gekommen. Es ist nicht ein Prozess. Sie sind stark geworden. Die waren nicht von Anfang an stark. Aber wie ich sagte, je mehr man diesen Glaubensgehorsam hat, umso mehr wird man stark werden im Glauben und dann im Gehorsam. Und das wird dann wieder den Glauben stärken. Es ist dies eine Wechselbeziehung. Wenn Sie nicht beginnen, Gott zu gehorchen, werden Sie auch nicht den Glauben von Gott erhalten, dies tun zu können. Glaube und Gehorsam, wie ich sagte, gehören untrennbar zusammen. Sie sind durch den Glauben stark geworden. Sie sind durch den Glauben aus der Schwachheit zu Kräften gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf, heißt es hier, und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Nun, wir heute befinden uns in einem geistlichen Kampf. Wir gehen nicht in den Krieg, wir beteiligen uns nicht an dem Krieg dieser Welt und wir schlagen auch nicht buchstäblich physische Heere in die Flucht, aber wir schlagen geistliche Heere in die Flucht. Dadurch, dass wir dem Teufel und seinen Dämonen widerstehen. Widersteht dem Teufel, heißt es, und er wird von euch fliehen. Dadurch schlagen wir ihn in die Flucht. Tun wir das? Widerstehen wir den Einflüsterungen des Teufels? Widerstehen wir diesen Philosophien, diesen Ideen dieser Welt, die uns sagen, sie müssen dies und jenes tun, obwohl das nicht mit dem im Einklang steht, was Gott uns sagt? Nun, wenn wir dem nicht widerstehen, wenn wir meinen, wir könnten da ruhig so ein bisschen mit Anteil dran haben, dann schlagen wir auch Satan und seine Dämonen nicht in die Flucht. Dann haben wir auch nicht den Glauben, dass wir die in die Flucht schlagen können. Schauen Sie, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen und ohne Glauben wird uns Gott auch nicht helfen, dem Teufel und seinen Dämonen zu widerstehen. Aber wenn wir den Glauben haben, dann können wir fremde Heere in die Flucht schlagen. Vers 35. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Da gibt es viele Beispiele im Alten Testament, wie zum Beispiel Elia, der ja zu dieser Witwe ging und ihr Sohn war gestorben und dann ist der Sohn auferweckt worden zu physischem Leben. Es geht hier um eine physische Auferstehung. Es geht um keine geistliche Auferstehung. Der Einzige, der gestorben ist und auferstanden ist zu geistigem und sterblichem Leben, ist Jesus Christus, der Erstling unter vielen Brüdern. Alle, die gestorben sind, die leben heute nicht. Die sind in ihren Gräbern. Die warten auf die Wiederkunft Christi, die warten auf die Auferstehung von den Toten. Wenn jemand auferstanden ist im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, wie zum Beispiel der Lazarus, der ja gestorben war, die wurden zu physischem Leben wieder auferweckt. Oder auch die Heiligen, die zur Zeit des Todes Jesu Christi auferstanden und sind dann später, nach der Auferstehung Christi, in die Stadt gegangen und sind dort einigen erschienen, auch die wurden zu physischem Leben auferweckt. Und die sind nachher wieder gestorben, denn alle sind gestorben. Der Henoch ist gestorben, von dem wir letzte Sendung gesprochen haben. Der ist keineswegs irgendwie in den Himmel gerückt worden und lebt er jetzt im Himmel. Nein, alle sind gestorben. Der wurde damals von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde transportiert, wie das auch bei Elia der Fall war. Schauen Sie, es ging hier um eine physische Auferstehung. Also einige Frauen, Vers 35, haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden
und haben die Freilassung nicht angenommen. Schauen Sie, es ging dann darum, die wurden gemartert, die wurden dazu animiert zu sagen, ich verleugne Gott, ich verleugne Christus auch im Neuen Testament und dann lassen wir euch frei. Oder die verleugnen die Wahrheit, wie das ja auch vielfach in der Inquisition geschehen ist. Auf einmal glaubten die dann angeblich an Dinge, die sie als falsch erkannt hatten. Aber andere, die blieben standhaft. Und die haben die Freilassung von dieser Marterung nicht angenommen. Die waren keineswegs willens, Jesus Christus und Gott den Vater zu verleugnen, unabhängig von den Konsequenzen. Und sie sind gemartert worden, sie sind getötet worden, deshalb, weil sie ihren Glauben an Christus, an Gott den Vater, nicht verleugnen wollten. Und so heißt es hier, andere sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, schauen Sie, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Die Auferstehung, die besser ist. Die Bibel spricht nicht nur von einer Auferstehung. Sie spricht genau genommen von drei Auferstehungen. Es gibt die erste Auferstehung, das ist die Auferstehung zu ewigem Leben. Das ist die Auferstehung, die besser ist. Der Vergleich ist ja mit der Auferstehung, von der gerade die Rede war, wo die Frauen ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen haben. Das war eine Auferstehung zu physischem Leben. Aber die Auferstehung zu ewigem Leben ist natürlich weitaus besser. Warum? Nun, dann ist man ein ewiges Geistwesen. Dann kann man nicht mehr sterben. Dann kann man nicht mehr sündigen. Dann ist man für alle Zeit und Ewigkeit ein Gottwesen, ein Mitglied der Gottfamilie. Das ist die Auferstehung, die besser ist, die wir alle erwerben wollen oder sollten. Und dann gibt es natürlich eine zweite Auferstehung, die bezieht sich auf all die Menschen, die heute oder in dieser Jetztzeit, in der Zeit seit der Erschaffung des Menschen, die noch nicht berufen worden sind zum Heil, die keine Gelegenheit hatten, denen wurde diese Gelegenheit auch gar nicht angeboten, zum Heil zu kommen. Heute sind ja nur sehr wenige berufen. Wir sind ja die Erstfrüchte, wie es heißt, die Erstlinge. Die meisten Menschen heute sind nicht zum Heil berufen und von daher ist es auch nutzlos, zu versuchen, die zum Heil bekehren zu wollen. Es muss Gott sein, der einen beruft. Christus sagt, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Die meisten heute, die sich da auf solchen Bekehrungstrips befinden, diesen Missionen, wo sie meinen, sie müssten jetzt herausgehen, um andere bekehren zu wollen, verstehen nicht, dass sie ja gar nicht andere bekehren können. Die sind in den meisten Fällen ja auch selbst gar nicht einmal bekehrt. Die haben ja selbst einmal noch gar nicht die Wahrheit erkannt. Aber selbst die, die sie erkannt haben, selbst die, in denen vielleicht Gottes Geist bereits ist oder wo Gottes Geist mit denen wirkt, die müssen begreifen, sie können andere Menschen nicht bekehren und sollten es auch erst gar nicht versuchen. Lasst euer Licht scheinen, wie es heißt, damit die Menschen eure guten Werke sehen. Und dann letztendlich dazu kommen, entweder in diesem Leben oder in der zweiten Auferstehung, Gott den Vater dafür zu preisen, weil sie dann erkannt haben werden, dass es Gott der Vater und Jesus Christus in uns sind, die uns dazu befähigen, unser Licht leuchten zu lassen. Die zweite Auferstehung, die ist nicht so gut wie die erste. Warum? Weil die Menschen zu physischem Leben auferweckt werden. Die müssen sich dann bewähren, wie wir uns heute bewähren müssen. Denen wird gesagt werden, was sie getan haben, warum sie falsch gelebt haben. Denen wird dann die Reue angeboten werden. Und schauen Sie, Reue ist auch ein Geschenk, das von Gott kommen muss. Sie können sich nicht ihre Reue selbst erarbeiten. Gott bietet ihnen heute, wenn Gottes Geist mit ihnen wirkt oder in ihnen ist bereits, er bietet ihnen nach wie vor kontinuierlich die Reue an. Aber sie müssen diese Reue akzeptieren, sie müssen sie annehmen, sie müssen sie in sich wirken lassen. Es ist ein Geschenk Gottes. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Sie können Glauben von sich aus nicht haben, schon gar nicht den Glauben Christi in sich, aber auch den Glauben an Gott. Gott bietet auch ihnen den Glauben an. Er öffnet ihnen ihren Sinn. Dafür, dass es Gott gibt. Dafür, dass Gott jemand ist, dem man gehorsam sein muss. Das ist ein Geschenk, das Gott uns anbietet. Glaube, Hoffnung, Liebe sind Geschenke, sind Gaben, die Gott uns anbietet. Aber wir müssen sie annehmen. Wir müssen sie in uns wirken lassen. Das wird alles in der zweiten Auferstehung geschehen. Auch da wird dann den Menschen, wenn sie begreifen letztendlich, wie sie gelebt haben, wie abscheulich sie gelebt haben, wie auch wir abscheulich gelebt haben, wenn sie dann diese Reue erhalten, das Verständnis, dass sie umkehren müssen, wenn sie dann erkennen und erfahren werden, dass Christus für sie gestorben ist, sodass sie den ewigen Tod nicht erleiden müssen, denn der Sünde soll ist der Tod. Es geht hier nicht um physischen Tod, denn alle müssen so oder so sterben. Es geht um den ewigen Tod.
Der Sünde sold ist der ewige Tod im feurigen Pfuhl. Na, den wollen sie nicht erleiden. Den wollen auch hoffentlich die meisten Menschen in der zweiten Auferstehung nicht erleiden. Die werden physisch auferweckt werden, nicht geistig, physisch. Das ist die zweite Auferstehung. Das ist auch die Auferstehung zum Gericht, des großen weißen Throngerichtes. Natürlich ist es besser, in der ersten Auferstehung zu sein, denn dann kommen wir ja nicht mehr in dieses Gericht des zweiten Throngerichtes, des großen weißen Throngerichtes, wo ja noch die Möglichkeit besteht, dass wir uns eben nicht qualifizieren. Denn es ist ja keine Garantie vorhanden, dass die, die in der zweiten Auferstehung hochkommen, denen alles dies deutlich wird, dass die sich auch wirklich für Gott, den Vater und Jesus Christus entscheiden, für diesen Lebensweg, dass sie in der Lage sind und willens sind, den Heiligen Geist zu empfangen. Und in der Lage werden sie schon sein, aber sind sie willens, es zu tun? Gott wird einen den Heiligen Geist nicht aufzwingen, wie er auch ihnen den Heiligen Geist heute nicht aufzwingt, wenn er sie beruft, wenn er ihnen den Heiligen Geist anbietet und sie lehnen dies ab. Er wird ihnen den Heiligen Geist nicht aufzwingen. Es ist ihre Entscheidung. Und so wird es in der zweiten Auferstehung sein. Aber wie gesagt, hier geht es darum, eine geistige Auferstehung zu ewigem Geistleben ist natürlich weitaus besser als eine physische Auferstehung, die ja noch den Tod, das Potenzial des Todes mit sich bringt. Und auch die Verurteilung, wenn man sich eben nicht qualifiziert. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Auferstehung, in die niemand, hoffe ich, hineingelangen will. Aber einige werden hineingelangen. Es ist die dritte Auferstehung zu ewigem Tod. Es ist die dritte Auferstehung, von der die Bibel klar spricht. Einige lehnen dies ab. Die Bibel lehrt eindeutig, auch hier wird es Menschen geben, die physisch auferweckt werden, die gestorben sind, aber bereits die unvergebbare Sünde begangen haben. Nun, wir hatten ja bereits über die unvergebbare Sünde mehrfach gesprochen. Es geht darum, dass man in der Tat wissen muss, in den meisten Fällen, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, hat man den Heiligen Geist erlangt, hat ihn aber dann wieder verloren. Zunächst einmal durch Nachlässigkeit und dann durch offensichtliche, offenbare Rebellion gegenüber Gott und sein Wort und hat ihm dann klar und deutlich durch seinen Lebensweg zu verstehen gegeben, wir wollen diesen Lebensweg Gottes nicht mehr gehen, wir wollen nicht mehr bereuen und dann kann man auch nicht mehr bereuen, wenn man nicht mehr bereuen will und dann kann Gott einem auch nicht mehr vergeben, weil ja eben Vergebung Reue voraussetzt. Und das ist die dritte Auferstehung für den ewigen Tod. Ein Tod mit ewigen Konsequenzen, indem man in diesen feurigen Pfuhl geworfen und verbrannt wird. Man ist ja eine physische Existenz, man wird ja physisch auferweckt und wird dann auch verbrannt. Man wird also nicht für alle Zeit und Ewigkeit in einer Hölle braten und schmoren und dergleichen. Eine heidnische Idee, die man nicht in der Bibel findet. Aber man wird vernichtet werden, die Existenz wird ausgelöscht werden. Es wird so sein, als ob es diesen Menschen nie gegeben hätte. Schauen Sie, das ist mit Sicherheit nicht die Auferstehung, die wir haben wollen. Und wenn wir hier also lesen, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, eine physische Auferstehung, andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten, bedeutet dies, sie haben Christus und Gott den Vater nicht verleugnet und sie sind sogar willens gewesen zu sterben, um eben ewiges Leben erlangen zu können. Wären sie in einer solchen Situation willens zu sterben? Oder leben Sie Ihren christlichen Lebensweg heute, weil es ja nicht so schwierig ist? Naja, man kann ja heute noch so leben. Sicherlich einige werden einen vielleicht verspotten, werden einen vielleicht ausstoßen aus ihrer Gemeinschaft. Aber naja, im Großen und Ganzen, das Leben kostet es ja nicht. Nun, es wird Ihnen über kurz oder lang eine solche Prüfung erwachsen, die sehr schwierig sein wird. Und wenn Sie nicht im Glauben gewachsen sind, wenn Sie nicht im Glauben stark geworden sind, wenn Sie nicht bereits jetzt schon, wo es noch relativ einfach ist, Gott bewiesen haben, dass Sie seinen Lebensweg gehen wollen und dass Gott bereits mit Ihnen wirkt und wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben, in Ihnen wirkt und Ihnen die Kraft gibt, diesen Lebensweg zu gehen, dann werden Sie, wenn diese große Prüfung kommt, und ich spreche hier unter anderem auch von der großen Trübsal, die die Bibel ja klar und deutlich prophezeit, werden Sie nicht in der Lage sein, diese Prüfung zu bestehen. Heute ist der Zeitpunkt, wo Sie sich bewähren müssen. Warten Sie nicht auf morgen. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, morgen mag vielleicht gar nicht für Sie kommen. Schauen Sie, wenn Gott heute jemanden beruft, dann weiß er, dass der Berufene in der Lage sein wird, es zu schaffen. Er weiß, dass er in der Lage sein wird, ihm zu gehorchen, denn er wird ja der berufenen Person helfen. Sonst würde Gott ja eine solche Person erst gar nicht berufen. Sonst würde Gott einer solchen Person ja erst gar nicht die Augen für seine Wahrheit öffnen.
Meinen Sie nicht, Sie könnten mit Gott herumspielen oder mit Ihrem eigenen Leben und denken, naja, ich gebe noch ein paar Jahre hinzu, tu mal erst das, was mir so passt, und dann komme ich schon zur Reue. Das ist bei einigen vielleicht so gewesen sein mag in der Vergangenheit. Das geschah aufgrund Gottes großer Gnade. Meinen Sie nicht, dass es in Ihrem Leben so geschehen muss? Und sagen, lassen Sie mich auch Folgendes noch sagen. Wenn Sie heute in der Welt weiterleben, obwohl Sie beginnen, die Wahrheit zu verstehen, dann werden Sie nicht viel wirklichen Genuss in dieser Welt haben. Sünde hat immer schreckliche Konsequenzen zur Folge. Das mag vielleicht zunächst einmal nicht so scheinen, aber schauen Sie, was der Mensch sät, das wird der Mensch ernten. Und wer auf das Fleisch sät, der wird von dem Fleisch Verderben ernten. Aber wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Aber es geht um Verderben, es geht auch schon um ein verderbliches Leben in dieser Welt. Sie beginnen, den falschen Weg zu gehen, sie gehen ihn ein wenig mehr und mehr und mehr, und dann werden sie, wie zum Beispiel jemand, der ein Alkoholiker wird, der wird ja nicht als Alkoholiker geboren, obwohl einige sagen, es werden Alkoholiker, die so geboren werden, das ist ja Unsinn. Aber natürlich haben die gewisse Tendenzen möglicherweise, die sie von den Eltern mitbekommen haben. Und wenn dann jemand beginnt zu trinken und dann immer mehr und mehr zu trinken, dann wird er schließlich zu einem Alkoholiker, der dann nicht mehr in der Lage sein wird, ohne großartige Hilfe und möglicherweise Gottes Eingreifen, von diesem Alkoholismus wieder loszukommen. Das gleiche gilt mit Drogen. Fangen Sie erst gar nicht damit an. Es gilt ganz besonders mit Kontakt mit der Geistwelt, und ich spreche jetzt von der falschen Geistwelt. Wer da Kontakt aufnimmt, der wird es sehr schwer haben, wieder loszukommen von diesen finsteren Mächten der Geistwelt. Schauen Sie, ich spreche hier von all den Dingen, die man nie tun sollte. Ob es Hypnose ist, ob es fernöstliche Mythologien sind und Praktiken, die man auf einmal jetzt anwendet, weil man meint, die würden einem vielleicht etwas bringen können, was uns das wahre Christentum nicht bringen kann. Ob es diese Seancen sind, ob es sogar Ideen sind, wo man dann zu einem Wahrsager hingeht oder irgendjemandem, der einem angeblich die Zukunft deuten will. Nun, einige sind natürlich Scharlatan, das ist mir klar. Aber nicht alle. Einige wirken in der Tat mit der Kraft Satans und seiner Dämonen. Sie wollen nicht in eine solche Beziehung gelangen. Sie sollten sich davor hüten. Wie hat Goethe gesagt, im Faust, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das ist wahr. Ich habe es so oft gesehen, wenn jemand Probleme mit Dämonen hat, da ist irgendetwas immer in dem Leben einer solchen Person erfolgt, wo vielleicht sogar in unwissender Weise Kontakt aufgenommen wurde. Halten Sie sich davon fern, denn es ist sehr schwer und mit Gottes Hilfe allein nur möglich, davon wieder loszukommen. Also denken Sie nicht, Sie könnten ruhig ein wenig hier im Genuss der Sünde schwelgen, irgendwann wird das schon dann sein Ende haben. Das ist nicht der Fall. Sie begehen da einen Irrtum. Sie begeben sich da hier auf einen Irrweg. Und es ist dann schwer, wieder davon wegzukommen. Denn die unvergebbare Sünde sogar, die beginnt ja zunächst einmal damit, dass man durch Nachlässigkeit des wahren Weges mehr und mehr sich auf dem falschen Weg begibt. Aber lesen wir jetzt weiter. In Vers 36, da heißt es, andere haben Spott und Geißelung erlitten. Die waren willens durch den Glauben, das ist hier der Zusammenhang, Spott und Geißelung zu erleiden. Dazu Fesseln, Gefängnis. Sie sind gesteinigt. Sie sind zersägt. Die Tradition hat es, dass Jeremia zersägt wurde. Der Prophet Jeremia. Die sind zersägt. Die sind durchs Schwert getötet worden. Die sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Die haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Durch den Glauben daran, dass Gott sie belohnen wird, dass Gott mit ihnen ist, selbst in solchen schwierigen Situationen, dass sie auch da durchgehen können, dass sie diese Probleme erdulden können, erleiden können, weil Gott ihnen die Kraft gibt, die geistige Kraft, sie durchzustehen. Und wenn das bedeuten sollte, wie zum Beispiel die drei Männer im Feuerofen zur Zeit des Nebukadnezar, die waren willens sogar in diesem Feuerofen zu sterben. Sie sagten, wir werden aber nicht dieses Götzenbild anbeten, weil sie wussten, das würde gleichbedeutend sein mit der Verleugnung Gottes, des Einzigen, der der Anbetung würdig ist. Aber die wussten, Gott wird mit uns sein.
Die wussten nicht unbedingt, dass sie jetzt errettet werden würden in diesem Feuerofen. Sie sagten, es ist durchaus möglich, dass das geschieht. Aber selbst wenn es nicht geschieht, wisse, o König, wir werden dieses Götzenbild nicht anbeten. Und dann hat Gott seinen Engel geschickt und hat sie bewahrt und errettet. Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, da hatte er den Glauben, dass er Gott gehorsam sein musste. Und es war unwichtig eigentlich, was die Konsequenzen waren. Ich glaube schon, er hatte den Glauben, dass Gott ihm helfen würde. Und Gott hat es ja auch getan. Er hat den Rachen der Löwen den Mund verschlossen. Aber nicht, weil die auf einmal zahm geworden wären, sondern weil Gott nicht zuließ, dass die Löwen den Daniel aufraßen. Aber später, als dann andere in diese Löwengrube geworfen wurden, die wurden sofort zerrissen von den Löwen. Schauen Sie, die Frage ist, haben wir einen solchen Glauben? Oder sind wir willens, einen solchen Glauben in uns zu entwickeln? Oder besser, dass Gott ihn in uns entwickelt? Sind wir sogar willens, wenn wir uns dies anschauen, dies zu erleiden? Und einige, die machen sich so große Sorgen, die sagen, oh, wenn jetzt die große Trübsal kommt, werde ich dann in der Lage sein, dies zu bestehen. Machen sich solche Sorgen nicht. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass sie stark werden im Glauben. Gott wird keine Prüfung zulassen, die für sie zu schwer sein wird. Aber Gott blickt auf ihr Herz. Gott will wissen, ob sie heute auch in den kleinen Dingen gehorsam sind, in den kleinen Dingen Glauben an ihn haben. Oder ob sie willens sind, hin und her zu schwanken, wie das Schiff auf hoher See oder auf beiden Beinen zu hinken. Darum geht es. Sie wissen ja gar nicht, ob sie überhaupt noch leben werden, wenn die große Trübsal beginnt. Sie wissen doch gar nicht überhaupt, was Gott mit ihnen vorhat. Lassen Sie das doch Gott sein. Machen Sie sich doch keine Sorgen über solche Dinge. Sie machen sich dadurch ja selbst kaputt. Darum geht es doch nicht. Aber es geht darum, dass sie im Glauben stark werden. Dass sie im Glauben stark werden, sodass sie ein wohlgefälliges Leben führen können vor Gott. Egal, was die Konsequenzen sein mögen. Und so lesen wir dann hier in Vers 38, sie, deren die Welt nicht wert war. Schauen Sie, das ist Satans Welt. Und die Welt ist auch für sie eigentlich doch kein Ort, wo sie da in den Genüssen dieser Welt schwelgen sollten. Schauen Sie sich das so an. Sie sind doch ein Botschafter Jesu Christi in einer besseren Welt. Und diese Welt, die ist es doch gar nicht wert, dass sie jetzt da in Sünde leben wollen. Nun, wir leben alle in der Welt, das ist klar. Wir leben ja nicht in Klostern oder auf einsamen Inseln, aber wir müssen begreifen, dass wir uns geistlich gesehen absondern müssen von der Welt. Wir müssen herauskommen aus diesem Babylon, dieser Welt und dieser Zivilisation, die auf den Ideen Satans fußt, damit wir nicht teilhaben an den Sünden, damit wir nicht teilnehmen müssen an den Plagen. Sie, wie es heißt in Vers 38, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Nicht immer. Das heißt nicht, dass, wenn man ein Christ sein will, so leben muss. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Sondern was damit gemeint ist, dass es zu Situationen kommen kann, wo das in der Tat geschehen wird. Wir hatten ja bereits in der letzten Predigt gesehen, dass einige den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben, weil sie eben auf die Belohnung geblickt haben. Das ist damit gemeint. Letztendlich geht es darum, dass wir willens sein müssen, alles, wenn notwendig, für Gott zu opfern. Wenn das wirklich in der Tat das Erfordernis ist. Niemals in die Situation zu kommen, wo man Gott verleugnet. Nun, einige sagen, ja, ich weiß aber nicht, wenn ich gemartert werde, ob ich dann die Stärke haben sollte, Gott nicht zu verleugnen. Nun, Gott weiß es. Und wenn sie die Stärke nicht haben, dann wird er sie nicht in eine solche Situation bringen. Aber er blickt auf ihr Herz. Und es heißt hier in Vers 39, diese alle, also alle, über die wir hier gelesen haben. Denn wie gesagt, wir Menschen, wir mögen auf gewisse Aktionen blicken von anderen Menschen und sagen, ja, wie kann der denn irgendwie im Reich Gottes sein, wenn er so etwas getan hat? Nein, Gott blickt auf das Herz. Gott blickt auf die Motivation. Gott blickt darauf, ob jemand wirklich, wenn er erkannt hat, wie schwer er gesündigt hat, Reue hat. Diese Reue bringt ihm dazu, abzulassen von der Sünde. Derjenige, der die Sünde erkennt, bekennt und lässt, der findet Erbarmen. Wie wir dies im Buch der Sprüche lesen. Darauf blickt Gott. Diese alle, sagt er hier, die haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Die haben aber doch nicht erlangt, was verheißen war. Nun, worum geht es hier? Es geht um die Verheißung des ewigen Lebens. Es geht um die Verheißung, von der wir gesprochen haben, wie zum Beispiel in Römer Kapitel 4 und Vers 13, dass Abraham der Erbe der Welt sein würde. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25 hat uns gesagt, es geht um die Verheißung des ewigen Lebens. Keiner, der hier erwähnt wird, hat diese Verheißung erlangt, sondern, was lesen wir?
Die sind alle gestorben. Die sind alle gestorben. Die alle warten auf die Verheißung. Die Verheißung wird uns gegeben werden, wenn Gottes Geist in uns wohnt, wenn Christus zurückkommt, nicht vorher. Er ist der Erstlinge, der Erstgeborene der vielen Brüdern, am Anfang Christus der Erstling, dann die, wie uns Paulus im ersten Korintherbrief sagt, die gestorben sind in Christus, wenn Christus zurückkommt im Zeitpunkt der letzten Posaune, im Zeitpunkt der Auferstehung von den Toten. Wenn wir noch leben sollten, wenn Gottes Geist in uns ist, wenn Christus zurückkommt, werden wir dann in dem Bruchteil einer Sekunde verwandelt werden in ein Geistwesen. Dann wird die Verheißung an alle die, die hier genannt werden, erfüllt werden, wie sie auch an uns erfüllt werden wird. Diese haben durch den Glauben, Vers 39, Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Nein, wir werden alle zusammen vollendet werden. Wir werden alle zusammen ins Reich Gottes, als Geistwesen, als Mitglieder der Gottfamilie hineingeführt werden, wenn Christus zurückkommt. Aber es ist ohne Glauben unmöglich, diese Verheißung wirklich zu erlangen. Und deswegen ist das Kapitel 11 im Hebräerbrief eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel. Und lesen Sie doch einmal die Geschichten im Alten Testament durch, wo über diese Menschen hier geschrieben steht, die Paulus hier anführt. Und lesen Sie, wie sie stark wurden im Glauben, wie sie ihre Schwächen hatten, wie sie in vielen Fällen sogar schlitterten, sündigten, manchmal sogar schwer sündigten. Erkennen Sie, dass das Menschen waren, so wie Sie und ich. Erkennen Sie aber auch, dass die im Glauben stark wurden und dass sie es geschafft haben und dass sie im Reich Gottes sein werden. Und das sollte ihnen auch sehr große Hoffnung geben. Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie sündigen und meinen, jetzt ist es für mich zu spät, jetzt kann ich nicht mehr weiter diesen Weg gehen. Nein, sondern rappeln Sie sich auf und gehen Sie weiter den Weg, aber werfen Sie sich auf die Gnade Christi und Gott den Vater und beten Sie und bitten Sie um Vergebung und um die Kraft des Geistes, Ihnen weiter zu helfen. Der Gerechte, der fällt 7-mal, aber steht wieder auf. Stehen Sie wieder auf, wenn Sie gefallen sind. Bleiben Sie nicht am Boden liegen. Schreiten Sie vorwärts. Und mit Gottes Hilfe widerstehen Sie Satan, dem Teufel. Und er wird von Ihnen fliehen. Und was auch immer Probleme in Ihrem Leben bestehen mögen, Gott wird Ihnen helfen, sie zu überwinden. Aber lassen Sie auch Gott Ihnen helfen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.